Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit was Nostalgischem. Wisst ihr es noch früher? Ja, in unserer Jugend, die Lavalampen standen in jedem Zimmer, oder? Vor allen Dingen in der guten Stube. Denn das monotone Bewegen der Lava im Inneren der Lampe ist doch einfach nur schön und entspannend. Und heute sind diese Teile wieder gefragt wie Holle. Und deshalb haben wir uns auch eine gekauft, weil die ist mit Aluminium und Glasbody in der Mitte. So, die es ist eine große Lavalampe aus Metall, die ist rot-blau. Das Glas ist 40 cm hoch, also die ganze Lampe. Und sie soll ein schönes Licht abgeben, die herrlichen Bubbelbläschen beruhigen nach sehr kurzer Zeit schon. Denn es gibt große Unterschiede, wenn ihr sehr preiswerte kauft, dann brauchen die manchmal so 2 Stunden, bis sie losblubbeln. Wenn ihr höherwertige kauft, also ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, dann brauchen die nur so eine halbe Stunde, bis sie dann richtig losblubbern. Wir haben einen Kabelschalter, die richtige Größe ist 40 cm, inklusive der 230 Volt, 50 Hertz, 30 Watt Glühbirne. Es hat ein stabiles, dickes Glas und es ist echtes Glas. Man hat ein Metallgehäuse oben und unten und einen stabilen Standfuß. Der soll sehr kippsicher sein. So, jetzt gucken wir mal, ob uns hier ein hochwertiger Gesamteindruck den Atem rauben wird. Wir sehen, die Energieklasse ist E, Leute. Wir heutzutage mit LED-Technik sind hier angesandt, bei der A. Das heißt also, so eine Lavalampe ist ein Energiefresser, so wie früher. Ne? Also, weil ihr braucht ja die Wärme von der Glühlampe, die unten im Sockel drin ist, um oben die Flüssigkeit zu erhitzen. Dann steigt die Lava nach oben, kühlt sich oben wieder ab und der Kreislauf beginnt vom Neuen. So, jetzt schauen wir mal rein. Genug gelabert. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier wirklich so drin ist und wie das Teil auch in echt aussieht. So, wir haben hier schon mal was Papieriges und sehen dort die Aufbauanleitung. Dann haben wir das gleich noch auf Englisch dabei. Und jetzt haben wir hier Pappe. Und hier drinnen haben wir, ich denke mal, das wird die Flasche sein. Ja, genau. So, da kommt sie mit der blauen Substanz drinnen. Sie ist aus Glas. Hier unten seht ihr dieses wachsartiges Mittel. Das wachsartige Mittel wird von hier dann erhitzt und wird hochsteigen. Und das Blaue, das ist das Wasser mit einem Farbstoff, damit einfach der Kontrast besser rüberkommt. Oben haben wir einen Kronkorken drauf. Das heißt also, wenn ihr das mal nicht mehr braucht, könnt ihr es auch mit einem normalen Öffner öffnen. Aber ich würde vorschlagen, trinkt das nicht. Ich glaube nicht, dass es so gesund ist. So, was haben wir dann hier? Jetzt müsste der Sockel noch übrig bleiben, weil so viele Bauteile sollte es jetzt nicht geben bei so einer Lavalampe. Und öffnen wir einen extra Karton und ziehen mal Metallteile heraus. So, hier haben wir den Fuß unten und hier haben wir dann wohl den Deckel und die Glühlampe. So, hier ist sie. 30 Watt. So, passt auf, nicht fallen lassen, nicht da oben gegenpatschen, nicht mit den Fingerchen dran kommen. Sie ist von außen noch mit Aluminium beschichtet worden, wie man hier sieht. Und drinnen seht ihr, sieht man das, wie die da rumbabbeln? Da ist ein Draht drinnen und da fließt sozusagen der Strom durch. Wir haben ja einen Plus- und einen Minuspol und dort fließt dann der Strom durch, fließt dann auf der anderen Seite wieder raus. Und dadurch, dass der Querschnitt dieser im Inneren befindenden Metallleitung so niedrig ist, wird dort werden Photonen erzeugt, also Licht wird erzeugt und gleichzeitig auch die Abwärme. Und die Abwärme macht dann, dass das Wachs hier anfängt zu schmilzen und dann auch diesen Effekt zu beginnen. So, als erstes müssen wir die da reinkriegen. Am besten natürlich nicht mit den Fingern anfassen. Ich packe mal hier mein Sweatshirt drüber. Anfassen und da unten rein. Haben wir erstmal daneben gemacht. Also nehme ich doch meine Finger. Wir müssen es danach einfach abwischen. So, reindrehen. So. Dann ist ganz wichtig, immer abwischen. Denn hier gibt es ansonsten, also jedes Glas
hat ja eine Grundspannung schon, keine elektrische Spannung, sondern einfach eine Spannung im molekularen Herkommen. Und dort sollten wir jetzt keine Unreinheiten reinbringen. So, jetzt kommt hier das Teil oben drauf. Also hier oben seht ihr, der Verschluss ist oben. Das kommt da drauf. Jetzt stellen wir das dahin. Und oben drauf kommt der Deckel als Abschluss. Und schon haben wir unsere Lavalampe zusammengebaut. Und jetzt stellen wir sie mal hin und schauen uns an, wie sie dann im Betrieb aussieht. Hier ist die Verbindung, hier ist der Schalter, das heißt, das kommt in die Stromsteckdose und hier macht ihr dann einfach an. So, auf geht's zur Demonstration. Und danach sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon!